So, Pengs, Servus und Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Checko Plays zu Transport Fever 2 und noch meiner ganz jungen zweiten Staffel und die zweite Folge, und das Projekt hat noch gar keinen richtigen Namen, wird sicherlich noch zeitnah kommen, zu einer Wirtschaftssimulations-Schönbau-Story, also ein Mixery, sozusagen Wism Sandbox. Und ja, wir sind hier in Kattelbogen und knüpfen da an, wo wir in der ersten Folge aufgehört hatten. Da gab es ja bisher noch nicht viel. Vorab sei mal noch schnell gesagt, natürlich schön, dass ihr da seid, dass ihr reinschaltet, und für alle, die mich noch nicht kennen, schön, dass ihr mich gefunden habt. Schaut unbedingt auch mal auf meinem YouTube-Kanal unter dem Stichwort Freifeld vorbei, rein. Da findet ihr die erste Staffel zu meinem Schönbau-Deluxe-Projekt Freifeld, wo ich hoffe, dass euch die Videos gefallen und ihr vielleicht auch ein Abo da lasst und mich dann jetzt zukünftig hier begleiten werdet, denn man möchte ja einen gesunden Kanalwachstum sicherstellen, gell? So, also von daher so viel dazu. Vielleicht mal kurz auch einführend zu dieser noch ganz jungen Karte. Sie ist im Format 1:3. Generell ist sie groß, nicht sehr groß. NEP ist aktiviert mit der Sichtweite 20 Kilometer. Ich werde meine Hardware nicht ganz zu überstrapazieren, wenn ich dann den gesunden Wachstum hoffentlich erreiche. Mal gucken, wie lange ich hier durchhalte und einen Atem habe. Genau, und in der ersten Folge haben wir einen ersten Kopfbahnhof gebaut. Bisher blanko, ohne Anschluss, ohne Details. Dazu eine größere Bushaltestelle und eine erste Linie mit 5 Haltestellen in Kattelbogen für die Kattelbogener eingerichtet, damit die Grundinfrastruktur der öffentlichen Verkehrsmittel erstmal soweit geebnet und gegeben ist. Genau. Und da machen wir jetzt weiter. Und zwar geht's von hier Richtung Horgau. Und in Horgau müssen wir auch einen Hauptbahnhof bauen. Das werden wir gleich tun, um dann beide Städte mal endlich auch mit ersten Gleisen zu verbinden, um dann auch später an Horgau vorbei das Ganze zu zwei teilen, und zwar rechts und links des Flussufers entlang, beidseitig mit Hochgeschwindigkeitsentfernverkehr sowie Regionalbahn, Regionalexpress. S-Bahn ist mal komplett noch offen. Und dann, wie gesagt, in der ersten Folge hatte ich ein bisschen genauer beschrieben, warum, wieso, weshalb, was ich mir vorstelle, was es eigentlich mit Wirtschaftssimulationsschönbau auf sich hat. Heißt, ich werde hier erstmal ein bisschen Kohle cheaten und auch Kohle verbraten ohne Ende, aber mittelfristig soll ich das ganze Projekt dann spätestens anfangen zu tragen, ja, mit dem realistischen Transport von Passagieren, aber auch Gütern, aber erstmal, weil ich das, was ich baue, gleich ja großdimensioniert auslege hinsichtlich des gesamten Netzplanes und der Netzplanung. Ja, müssen wir mal gucken, daher erstmal nichts mit Wirtschaftssimulation, sondern erstmal bös Fett reinbauen. So, ich kann mich, glaube ich, ausblenden. Mich braucht man hier nicht mehr unbedingt. Und ja, wir starten einfach mal. Gleishöhe 67 oder Bahnsteighöhe 67 mm. Bahnsteigbreite 5 Meter, DB 2000, Hochgeschwindigkeit nehmen wir mit, Oberleitung, ja. Zum Bahnsteig, zum Gleis. Eingang an den Verkehrsseite, nein. Maximale Länge 3,20. Und das wäre es erstmal. Dann gucken wir mal, wie wir das hier geschickt reinkriegen. Hm, schon gedrückt, ging schnell. Zu früh gedrückt, schneller Finger halt. So, nochmal. So soll es aber passen. Und dann 3,20 Meter lang ist schon recht lang für die Regionalbahn, die auf der Seite halten wird. Aber wir machen tatsächlich hier jetzt gleich noch Durchgangsgleise rein, 2 in der Zahl. Denn zum einen werden wir früher oder später Güterverkehr auch auf dieser Hauptstrecke sicherlich mindestens im Maßen erhalten. Und zum anderen baue ich hier auch gleich noch einen Bahnsteig für den Fernverkehr und Schnellverkehr ran, wo aber nur punktuell Züge halten. Und damit die Nichthaltenden nicht zwingend direkt durch den Bahnhof an der Bahnsteigkante vorbeirauschen, sind auch dafür die Durchgangsdurchfahrgleise da. Ja, und die längste Garnitur, die sicherlich hier auf der Map fahren wird, ist der IC2 in Doppeltraktion. Soweit ich weiß, ist der 419 Meter lang, jedenfalls in Transport Fever 2. Und ich baue 440 Meter lang entsprechend den Bahnsteig. Dann passt der auch rauf.
Schneller Finger, gell? So. Mal das Grundkonstrukt. Orgau. Hauptbahnhof. Gut. Gleise ist jetzt nicht so die Challenge. Das Vorfeld wäre aber doch etwas herausfordernd. Ich führe mal einfach ein und werde dann aber sicherlich die ganze Geschichte auch beschleunigen. Gut. Gut, so bleibt das erstmal. Ist jetzt. Die ganzen Masten müssen wir nochmal händisch nachsetzen. Sieht man hier schon eine schöne Ansicht? So. Find ich jetzt okay, ja. Lieber Erik, falls du das siehst, ich weiß. Du und aber auch viele andere finden Doppelkreuzweichen sowas von dermaßen beknackt. Und ja. Zum Glück kann ich mich hier ein bisschen austoben und muss nicht 100% alles erfüllen, was an Realismus da ist. Und finde das so erstmal in Ordnung. Ist hier eigentlich irgendwas? Ich habe schon probiert, auch auf das Gelernte von euch ein Stück weit zu reagieren, gell? So, jetzt machen wir hier nochmal fix alles ein bisschen schön, dass das hier nicht so So, und dann haben wir tatsächlich erstmal was Zweigleisiges. Wo wir was auf die Strecke hämmern können, gell? Und damit wir es wenigstens mal noch rollen sehen. Und weil ich leider noch keine Spitzkern mit Depot habe, das ist so richtig, wie ich es gerade sage. Ich weiß es nicht, gell, Freunde. So. Ah, sollte erstmal noch eine Linie klar machen. Also, neue Linie. Wir nennen sie tatsächlich erstmal die RB1. Also, was ich bei NEP bis jetzt noch schwierig finde, ist, vielleicht seht ihr es auch, ist tatsächlich, dass es so dermaßen hell ist, dass ich nicht sauber erkenne, auf welchem Gleis wir wirklich fahren. Ist wenig zu erkennen. Und
Das würde ich nicht nehmen. Das ist nämlich noch Schnell- und Fernverkehr. Da nehmen wir die 4. Jo. Wonderful. Und dann elektrisch. Ist es die 146? Ich lerne ja bei euch. Ja, ich nehme die Standard-Regio, wenn man zusammen darf. Wagen. Ah, hier. So, kann ich schon nicht mehr kaufen. Aber jetzt. Wunderbar, oder? Ich meine, das Depot brauche ich jetzt nicht. Das steht wirklich nur behelfsmäßig erstmal da. Aber wenn wir auf die Uhr gucken, hat es jetzt nicht lange gedauert, dass tatsächlich der erste Zug fährt. Dass natürlich der Bahnhof noch gar nicht angebunden ist, das ist ein anderes Thema. Ja, Freunde. Und mal gucken, entweder mache ich das im Offscreen. Und zwar den Bahnhof tatsächlich jetzt anbinden, nur wirklich erstmal an Horgau. Rein, dass der wirklich mit einer Line begehbar ist. Oder ich mache ein separates Video draus. Ich muss mal gucken. Und dasselbe gilt dann übrigens für den anderen Bahnhof. Entweder mache ich das. Glaubt ihr, ich kann mir den Namen noch nicht merken. Kattelbogen. Entweder mache ich für Kattelbogen den Hauptbahnhof auch ein bisschen schick, schnell im Offscreen. Oder tatsächlich denn im nächsten Video. Lasst euch mal überraschen. Aber schön, ne? Man freut sich immer. Ist wie so ein Modellbahn-Feeling, wenn der erste Zug erstmal fährt, wenn der erste eigentlich ja früher Kreisbogen bei einer Modellbahn aufgebaut ist und man erstmal überhaupt was fahren lassen kann. Herrlich. Und ich finde es soweit ganz in Ordnung. Also, dass wir hier jetzt die zwei Pfade haben. Links für Fern- und Hochgeschwindigkeitsverkehr und rechts für normal. Genau, und in dem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Die nächste Folge lässt, wie gesagt, nicht lange auf sich warten. Entweder die Aufhübschung der Bahnhöfe und Anschluss des Bahnhofs Horgau, dann im direkten Video oder im Offscreen und dann geht es direkt danach weiter. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Lasst gerne ein Like da. Haut mal ein bisschen Kommis natürlich auch rein, was euch so gefällt, was euch nicht gefällt. Auch ich muss ja erstmal lernen, wie ich das Ganze aufziehe. Und dann sage ich bis bald, gell? Guck mal, wie schön. Oh, herrlich. Ah, und alles so oberflüssig. Das ist auch geil. Gut. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.